Energiesystemdiagnose online. Stufe 1. Ziele zerstören, um die Waffenenergie aufzuladen und das Raketensperrfeuer zu aktivieren. Raketensperrfeuer Stufe 1 bereit. Diagnosestufe abgeschlossen. Stufe 2. Raketensperrfeuer auf Stufe 2 aufladen und 4 Ziele gleichzeitig zerstören. Stufe 3. Feindliche Treffer erschöpfen Waffenenergie. Raketensperrfeuer auf Stufe 2 aufladen und 4 aktive Ziele zerstören, um die Diagnose abzuschließen. Ab. Ich habe das GCPD gewarnt, ihre Männer von den Straßen abzuziehen. Ich bin auf dem Weg. An alle Einheiten, hier spricht Commissioner Gordon. In der Stadt befinden sich zahlreiche feindliche Panzer. Gotham wird angegriffen. Alle Einheiten ziehen sich sofort von den Straßen ins GCPD zurück. Wir sind auf so etwas nicht vorbereitet. Zum Glück ist da draußen jemand, der es ist. Sag deinen Männern, dass sie wieder patrouillieren können. Die Panzer sind kein Problem mehr. Gott sei Dank. Hoffentlich waren das die letzten. Glaube ich kaum. Lass die Isolationszelle im GCPD vorbereiten. Ich bring Ivy hin. Ich habe eine Reihe von Diagnosesimulationen erstellt, mit denen die Funktionen Ihres Anzugs und des Batmobils getestet werden können. Wählen Sie das entsprechende Programm, dann zeigt der Batcomputer eine Navigationsmarkierung an. Wir werden angegriffen. Fortschritte bei der Analyse des Angsttoxins? Wird etwas länger dauern. Komm zum Uhrenturm, wenn du soweit bist, und ich zeige dir, was ich bisher habe.
Wo hast du denn fahren gelernt? Scarecrow wird dich fertig machen, Batman. Ernsthaft? Warum gibst du dich überhaupt mit diesen Idioten ab? Ziviler Ungehorsam? Da draußen tobt ein Krieg und wir haben weder die Männer noch die Ausrüstung. Seht mal, wer da ist. Ivy, das wäre eine Sorge weniger. Ist die Isolationszelle bereit? Natürlich. Oh toll, noch eine Zelle. Einsperren wie ein Mensch. Mich einzusperren ist ein Zeichen von Verzweiflung, Batman. Ich sehe es in deinen Augen. Ich bin kein Politiker, Sir. Das ist nicht mein Problem. Sieh mich auf! Scheiß Bürokraten. Wir sind jetzt allein. Wir schaffen das, Jim. Was gibt's Neues? Es gibt Vorfälle. Überall in der Stadt. Cash, eine Zusammenfassung. Na schön, sehen wir mal. Zuallererst, wir haben den Kontakt mit den Feuerwehrleuten der 17. Wache verloren. Wir haben ihre letzte bekannte Position, aber allein überleben sie da draußen nicht lange. Dann ist da etwas Merkwürdiges. Leichen sind aufgetaucht. Und wir konnten uns vor der Evakuierung nicht darum kümmern, aber die Forensiker sind fast durchgedreht. Üble Sache. Dann haben wir den Riddler mehrmals beim Bahngelände rumschleichen sehen. Wie wir den Kerl kennen, führt er etwas im Schilde. Ich weiß, du bist beschäftigt. Aber wenn du uns hilfst, wird das Leben retten. Keine Sorge, Jim. Ich habe jemanden auf Scarecrow angesetzt. Mal sehen, was ich tun kann. Sehr schön. Ein paar Leute durchkämmen gerade den Süden und Westen von Gotham. Ich stoße zu ihnen, wenn ich hier fertig bin. Wir finden den gewissen Kerl. Ich finde die vermissten Feuerwehrleute. Ja. Hey, Batman! Schätze, Scarecrow ist dir entwischt. Hast wohl mein Handgelenk? Das Ding wurde ganz schön aufgerüstet. Sie haben beobachtet, wie es sich in eine Art Panzer verwandelt hat. Schick. Geh nicht so nah ran. Er ist hier, auf dem Weg. Was ist mit der Feuerwehr? Wir wissen, wo ein Feuerwehrmann ist, oder? Wenigstens ist Ivy weggesperrt. Das Letzte, was wir jetzt brauchen, ist sie und ihre Magie. Die Armee schreitet nie im Leben ein. Die Zivilisten sind evakuiert. Das ist alles, was die Leute interessiert. Hast du von der Leiche gehört, die wir gefunden haben? Ich sag dir, das war ungewöhnlich. Guten Abend, Mr. Wayne. Ich hoffe, der Wagen entspricht Ihren hohen Erwartungen. Genau genommen, Lucius. Ist er ein wenig träge. Ich dachte mir, dass Sie so etwas sagen würden. Geben Sie mir einen Moment und ich bringe den Nachbrenner online. Danke, Lucius. Es ist gut, dass Sie hier geblieben sind. Sie wurden mir danken, Mr. Wayne. Versuchen Sie einfach auf der Straße zu bleiben. Ich habe bald weitere Upgrades für Sie. Ihr überbleibenden Gotham, ich habe eine Nachricht für euch. An die Vandalen, die geblieben sind und das noch warme Fleisch von Gotham noch genießt meinen Schutz. Riddler, sag mir, was du weißt. Schon gut, ich rede. Tu mir nur nicht weh. Gut. Und am besten, ich habe deine Stadt mit einer Pionen kaufen und ein paar Drohnen. So viel Wasser. Wenn der Morgen anbricht, Gott in Ruhe. Und ich meinen Blick dem Rest der Welt zu.
Batman! Gott, du bist es wirklich! Was ist hier passiert? Unser Wagen wurde angegriffen. Randalierer haben einen nach dem anderen rausgezerrt. Wir wurden getrennt und verschleppt. Bitte, sie werden uns töten. Ich rette Ihre Leute. Warten Sie. Ein Polizeibeamter wird Sie abholen. Ich gebe mich zum Bahngelände. Nigma plant etwas. Wie immer. Das Ding macht uns platt! Gibt's das? Ach ja schon! Angekommen zur nächsten Generation meiner Rätsel. Ich fürchte, die genauen Details meines Plans müssen für den Moment im Dunkeln bleiben. Ich sehe aber kein Problem, deinen unbedeutenden Schimmer von Initiative mit einer winzigen Vorschau zu belohnen. Einem Vorgeschmack auf das Kommende, wenn du so willst. Wenn du so willst. Auf einen von mir eingestellten Mechanismus, der auf einen extrem präzisen Radarimpuls reagiert. Gleich gebe ich dir den Entschlüsselungscode, dunkler Ritter. Aber vorher müssen wir die Grundregeln für die heutigen Festivitäten durchgehen. Erste Regel. Was? Du hast das erste Rätsel des Abends gelöst? Gut gemacht, gut gemacht. Willkommen auf meiner Rennstrecke, Detektiv. Du musst drei Kurse diese Herausforderung beenden. Und jeder einzelne hat ein Zeitlimit. Na los, Detektiv. Testen wir doch mal dieses groteske Ego-Movie. Mach dich bereit, Detektiv. Dieser Test verlangt mehr als bloß schnell zu machen. Tick-Tack, Detektiv, Tick-Tack. Auf der klapprigen Motor das wohl hinkriegen. Aktiviere die Schutzsperre des Nachbrenners. Brauche mehr Tempo. Schockierend, dunkler Ritter. Kannst du denn wirklich nicht schneller?
Denkst du wirklich, dass eine Herausforderung von mir, dem Riddler, wirklich so einfach wäre? Oh, dunkler Ritter. Du goldiger, naiver Hüter. Natürlich nicht. Dennoch danke für dein unermüdliches Geltungsbedürfnis. Ich konnte dadurch hunderte Terabyte an Leistungsdaten über deinen neuen Raketenleichenwagen sammeln, den du fährst. Selbstverständlich nutze ich die Daten, um zukünftige Tests anspruchsvoller zu gestalten. Wir sehen uns bald, Detektiv. Das ist noch nicht vorbei. Bridge eine verstümmelte Leiche zur Schau gestellt. Wenn ich ihn aufhalten will, muss ich den Tatort nach Hinweisen absuchen. Alfred, ich habe noch eine Leiche gefunden. Die Verstümmelung scheint identisch mit der des letzten Opfers zu sein. Dann scheint es wohl, als hätte Gotham es tatsächlich mit einem Serienmörder zu tun und ich dachte, dieser Abend könnte nicht schlimmer werden. Ich scanne die Leiche nach besonderen Merkmalen. Deformierung am linken Ohr. Sieht nach einer leichten Agenesie aus. Ein Geburtsfehler. Im Darm befindet sich ein Ehering. Die Inschrift lautet Ophelia. Das Opfer hatte eine künstliche Hüfte. Das Gewebe war noch nicht ganz verheilt. Das hier muss also neu sein. Alfred, der Name des Opfers lautet Anthony Lund. Laut der Patientendaten des Krankenhauses war er alkoholkrank. Wahrscheinlich ging das mit dem Scheitern seiner Ehe einher. Der Name auf dem Ring, Ophelia, ist der seiner Ex-Frau. Er wurde zuletzt in Albuquerque in New Mexico gesehen. Ein weiteres Entführungsopfer, das nicht aus Gotham kommt. Ein wichtiges Detail, Sir. Das sind die Worte neben den Leichen auch. Versuch, eine Verbindung zwischen den beiden Opfern, die ich entdeckt habe, zu finden. Es muss irgendwo Gemeinsamkeiten geben. Ich tue, was ich kann.